Hallo, herzlich willkommen. Wir haben Hasenparty. Seht ihr meine Hasenohren? Achso, ich hatte ja ein Schlappohr letztes Jahr, ne? Ich habe keine Idee, wo meine Hasenohren geblieben sind. Ich habe heute den halben Nachmittag Hasenohren gesucht. Ich habe keine, also mache ich mir jetzt selber Hasenohren. Schönen Sonntag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich suche mich nebenbei mal eben auf meinem Laptop, damit ich... Mein Laptop steht übrigens hier dieses Mal auf meiner linken Seite, damit ich eure Kommentare lesen kann. So, Kommentare. Hallihallo, da ist doch die Iris schon. Sehr schön. Ich kann Kommentare sehen. Sehr gut, dann kann es ja losgehen. Wir warten aber ja noch ein kleines bisschen in der Hoffnung, dass noch ein paar einschalten und ein paar die Nachricht bekommen, dass wir live sind mit unserer Hasenparty. Guten Abend, Iris. Hallo, Anja. Hallo, Sonja. Huhu, Vanessa. Schön, dass ihr schon da seid und euch schon gemeldet habt. Ja. Ich habe wie immer eine tolle Hasengeschichte vorbereitet. Ich habe wie immer alle Hasenpräsente gesichtet und freue mich mega, gleich mit euch zu teilen, was ich da heute alles schon ausgepackt habe und angeguckt habe. Und ja, der Abend wird noch lang. Mein Helferlein ist auch da. Mein Helferlein kann winken. Also meine Hände sind hier, ne? Genau, mein Helferlein ist auch wieder da. Einige von euch kennen sie schon, weil sie auch immer zum Wichteln da ist und hilft. Und ich freue mich sehr, sie auch wieder als Helferlein für die Hasenparty gewinnen zu können und sage danke, 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 dass du da bist. Ja, das Prozedere ist wie immer dasselbe. Iris schreibt, huhu, Hasi-Helferlein, Helferin. Sie winkt. Genau. Das Prozedere ist wie immer dasselbe. Oh, kann irgendjemand mal Nathalie taggen, bitte? Weil Nathalie versucht gerade in meinen Zoom zu kommen. Es ist kein Zoom, es ist ein Facebook Live, liebe Nathalie. Damit wir Nathalie hier noch zu Facebook Live kriegen. Das wäre toll, wenn jemand Nathalie taggen könnte, bitte. Ja, das Prozedere ist immer dasselbe. Wir werden gleich gemeinsam alle Hasenpräsente einmal auspacken und uns genau anschauen, was uns da Schönes, Kreatives gebastelt wurde, gekauft wurde, zusammengestellt wurde. Und ich werde auch immer verraten, von wem welches Geschenk ist. Und dann, wir sind ja auch schon gut, ne? Wir haben hier schon vorbereitet und haben die neuen draufgeschrieben, aber die alten stehen nicht mehr drauf. Es läuft richtig gut. Ja, also und am Ende werde ich Piep machen und werde das offizielle Ende verkünden. Und wer sich überraschen lassen möchte, was es für sie gibt, wir sind tatsächlich nur Mädels, der darf dann abschalten. Wer wissen möchte, von wem sein Geschenk ist, der bleibt dann einfach nochmal dran, weil dann sage ich, wer welches Geschenk bekommt. Also, ich stelle jetzt alle Hasenpräsente vor, mit demjenigen, der sie gebastelt hat und verrate am Ende des Abends, an wen diese Hasenpräsente gehen. Wer sich überraschen lassen möchte, schaltet dann vorher ab. Aber keine Sorge, ich sage dann nochmal ganz explizit, dass es vorbei ist und ihr verpasst auch nichts mehr. Das geht dann maximal noch 2-3 Minuten, bis ich alle vorgelesen habe. Genau, vielen lieben Dank Anja und Iris fürs Taggen. Ich hoffe, Nathalie wird uns jetzt finden hier bei Facebook und sie wartet nicht noch länger in meinem Zoom. Das wäre jetzt doof.
Ja, aber ich würde sagen, wir starten. Ich habe ja immer eine Geschichte für den Anfang. Die habe ich natürlich auch heute. Und ich habe mir etwas sehr Passendes ausgesucht als Geschichte. Und zwar fröhliche Osterhasengeschichte. Auch ein Osterhase braucht mal eine Atempause. Etwas Schlimmes ist Pieps, dem kleinen Osterhasen, passiert. Er hat all seine wunderhübsch bemalten Ostereier kaputt gemacht. Nein, besser gesagt, er hat sie kaputt getanzt. Weil er nämlich sich so sehr über seine Malkunst gefreut hat, ist er fröhlich über die Wiese getanzt und hat viel Spaß dabei gehabt. Da aber ist er über das Huhn Agneta gestolpert und mitten hinein in all die schönen Eier, deren Farben im Gras noch trockneten, gefallen. Und patsch, sind alle Eier kaputt gegangen. Du brauchst neue Eier, hat Agneta nach dem ersten Schreck gesagt. Ja, und nun sind sie auf dem Weg zum Hühnerhof. Los, los, beeilen wir uns, ruft Pieps Agneta zu. Ostern ist bald und ich muss einen großen Korb voller neuer Eier bemalen. Er macht ein paar Hasenhüpfer und gelangt schnell zum Feld am Ende der Apfelwiese. Dort bleibt er stehen und blickt sich um. Doch da ist kein Huhn mehr neben ihm. Wo steckst du? Ruft Pieps. Er ist ganz aufgeregt. Ja. Hört er Agneta rufen. Nein, es ist eher ein heftiges Atmen. Pieps blinzelt. Wo ist hier? Ach, dort hinten, beim weißen Wiesenstein. Erst? Warum trödelt dieses Huhn so sehr? Los, beeil dich doch. Ich bin ein Huhn und kein Hase, schimpft Agneta da los. Und es klingt wirklich sehr atemlos, dieses Schimpfen. Ich kann nicht so schnell über die Wiese hüpfen und springen wie du, hörst du? Ja, Pieps hört es und er wundert sich. Du hast doch Flügel. Und mit Flügeln ist man schneller als der Wind. Naja, fast so schnell. Zeig mir ein Huhn, das fliegen kann. Ein bisschen ärgerlich klingt Agnetas Stimme, die von fern zu ihm herüberhallt. Da sagt Pieps, der nun noch mehr Fragen hat zu Hühnern mit Flügeln, die nicht fliegen können, lieber nichts mehr. Er setzt sich ins Gras und wartet, doch die Ungeduld in seinem Bauch nagt und beißt. Ob ich Agneta wohl tragen soll, überlegt er, oder würde sie dann auch wieder schimpfen? Unwillig brabbelt er vor sich hin. Was sagst du da und überhaupt mit wem redest du eigentlich? Brummt da plötzlich ein Stimmchen. Pieps blickt auf. Eine Biene hat sich vor ihm ins Gras gesetzt. Mit mir selbst, knurrt er. Ich denke über Hühner nach, die Flügel zum Nichtfliegen haben. Und über die Eile und die Zeit, die ich nicht habe. Wegen der Ostereier. Und weil ich noch so viel tun muss und denn hier sitzen und warten soll. Aha, meint die Biene, überall gibt es im Frühling viel zu tun und du hast also auch Stress? Stress? Pieps weiß nicht, was er mit diesem Wort anfangen soll. Ich habe sogar sehr viel zu tun, doch wie mir scheint, interessiert das kaum einen. Er merkt, wie dieses Stressdings immer mehr beginnt, in seinem Bauch zu kribbeln. Es ist ein Gefühl, das Pieps nicht kennt und das ihm nicht gefällt. Es frisst seine gute Laune auf und macht den Tag dunkler. Und am liebsten würde er nun jemanden anschimpfen. Nein, am liebsten würde er alle hier laut beschimpfen. Und nein, er will nicht schimpfen. Er ist ein fröhlicher Hase. Stress? Das kenne ich nicht und will es auch nicht haben, sagt er stattdessen. Ha, 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 ha. Lachen da die Wiesentiere ringsrum auf. Wer, wenn nicht du, ist hier am meisten gestresst, kleiner Hase? Ein Tänzchen soll helfen, rät ihm das Eichhörnchen. Und Ruhe, tiefe Ruhe, sagt der Maulwurf. Atmen musst du, tief atmen, ein und aus, wie Flügelschläge so leicht, sirren die Schmetterlinge. Und lachen darfst du nicht vergessen, hörst du? Lachen, kichert die Wiesenmaus. Am wichtigsten ist die Langsamkeit, knurrt die Schnecke. Wer langsam geht, kommt schneller an. Wir Schnecken kennen keinen Stress.
Ich auch nicht, sagt Pieps. Ich bin nur in Eile, weil ich bis Ostern noch viele neue Eier bemalen will und das werde ich jetzt auch tun. Wo steckt denn nur Agneta, dieses lahme Huhn? Er steht auf und sieht sich um. Wo bleibst du, Hasenjunge? Träumst du? Ich warte auf dich. Agneta ist's, die da nach ihm ruft. Sie steht schon am Ende der Wiese und winkt ihm zu. Los, los, wir haben's eilig, ruft sie. Und Pieps muss kichern. Stress mich nicht, es ist nicht gesund. Dann aber nimmt er doch die Beine in die Hand und saust los über die Wiese zu Agneta hinüber. Und nun ist es auch nicht mehr weit zum Hühnerhof. Was lernen wir daraus? Nicht stressen lassen. Gerade nicht zu Ostern, hört ihr? Wir haben schon genug Stress, das muss nicht auch noch zu Ostern. So, und guck, Nathalie hat uns gefunden und Lisa sagt auch, hoho, hallo Lisa und hallo Nathalie. Wir sind bei Facebook heute Abend, nicht in Zoom. Aber schön, dass du mich jetzt gefunden hast und wir jetzt gemeinsam hier anfangen können. Ich hoffe, jetzt sind auch alle da. Das sieht fast so aus. Super schöne Geschichte, dankeschön. Hallo Daniela, schön, dass du reinschaust. Ja, wir fangen dann einfach an und zwar fangen wir an mit dem Paket von Sonja. Jetzt muss ich noch so ein bisschen dazu sagen, also es gibt mehrere Damen, die gleichen Vornamen haben. Sonja ist eine davon, die gibt es doppelt und ich hoffe, dass ich das mit dem K und dem N nicht durcheinander kriege. Genauso wie mit Anja, da haben wir nämlich auch zwei von. Und ja, also ich gebe mein Bestes. Das ist das Geschenk von Sonja N. Genau, Nathalie hat uns gefunden. Iris schickt ein Herz. Und Bianca sagt, hallo und einen schönen guten Abend. Hallo Bianca. So, wir starten mit dem Geschenk von Sonja N. Wie Nordpol. Ja, ich fange einfach hier vorne an. Das erste und bezeichnendste, was mir aufgefallen ist beim Auspacken, ist dieses hier. Wir haben ein Pappmaché-Ei. Ich hoffe, das rutscht jetzt nicht runter, wenn ihr diese hübsche Bemalung beschaut. Ich versuche es noch mal ein bisschen zu drehen. Dann sieht man, wie ich zitter, ne? Das ist so ein bisschen... Oh. Da drin gibt es Naschis. Ich drehe es noch mal ein bisschen zurück. Das ist ein mega schönes Ding. Hallo Angelika. Genau, ein Pappmaché. Und hier ist eben noch so ein dünner Angeldraht dran. Sehr schön. Dazu gibt es eine Schüttelbox. Jetzt muss ich mal gucken, dass das hier nicht so blendet. Sei meine Schildkröte, den Spruch kennt ihr, mit Schüttelelementen drin. Dann kann man das an der Seite hier öffnen. Und wir haben ein kleines Büchlein mit Tags und noch mehr Tags. Wenn man die ganzen Tags verbastelt hat, dann darf man in die Badewanne. Auch sehr schön gestaltet in Blau mit Lila. Genau, das gebe ich mal weiter. Mein Helferlein ist ja prädestiniert für Schleifen und Knoten und Einpacken und Zumachen und sehr praktisch. Dann haben wir eine kleine Box mit einem kleinen versteckten Spruch darin. Man kann das an der Seite so aufschieben und dort gibt es für die gestressten Winterlippen einen Pflegestift, auch sehr niedlich mit einem blumigen Designpapier. Achso, kann man den Spruch sehen? Ich halte ihn noch mal ein bisschen hier in die Kamera. Und muss mal einen Moment warten, doch ich glaube, das kann man gleich sehen. Weil ich ja so ein bisschen verzögert bin. Angelika schreibt, schöne Geschichte. Ja, vielen Dank. Ich fand sie auch sehr passend. Ist ja schon immer ein bisschen stressig zu Ostern. Ne? Also, eine weitere Karte. Die Karte ist innen leer. Ich hole sie mal eben aus der Verpackung raus.
Karte ist in leer, aber mit unserem verrückten Huhn eine Osterkarte gestaltet. Dann haben wir hier, ich nehme mal eben den Tag ab, weil da ein Name draufsteht. Genau, dann kann nämlich dieser hier auch ab. Den machen wir da gleich wieder dran. Das hier ist auch nochmal ein Buch. Hier gibt es einmal einen Sticker, 3D-Stickerbogen von Idee mit Herz mit verschiedenen blumigen Stickern. So kann man sie, glaube ich, ganz gut erkennen. Es sind auch so 3D-Sticker und das Ganze steckt in einem limettefarbenen Buch. Und in diesem Buch kann man Dinge einkleben, einhängen, kann auch Stickerbögen schon sammeln. Hier gibt es nochmal eine ganze Menge von den Tags, die man hier rausziehen kann. Genau. Hier ist auch nochmal mit dem limettefarbenen Designpapier gearbeitet. Hier noch ein paar Tags. Und hier hinten ist noch eine Lasche. Und dann ist das hinten. Genau. Das ist das Ostergeschenk von der lieben Sonja N. Vielen Dank, dass du dabei bist, liebe Sonja. So, dann haben wir das Geschenk von der lieben Nadine. Nadine hat eine Karte für mich gestaltet. Ich zeige hier generell nur die Kartenfronten, auch wenn ich tatsächlich ein, zwei Umschläge aufmachen musste oder aufgemacht habe, weil wir uns ja auch die gebastelten Karten gerne angucken wollen. Aber ich zeige natürlich die persönlichen Worte nicht. Das ist ganz klar. Also einmal eine Karte für mich. Vielen lieben Dank, liebe Nadine. Und Nadine hat auch für den Wichtelpartner eine Karte gestaltet. Das ist diese hier, sehr schön mit den Osterblumen. Auch sehr süß gemacht. Und dazu gibt es ein Osterkörbchen. Das sieht so aus. Ich halte das mal in die Kamera. Das ist nämlich ein Komplettwerk. Das kann man tatsächlich nicht weiter auseinandernehmen. Das hält so und gehört so. Genau. Aus Filz gestaltet. Ein paar Ostereier. Hier oben gibt es zum Beispiel was Süßes. Da linst auch was Süßes, Schokoladiges übers Happy Easter Ei. Hier in Serviettentechnik das Osterei gestaltet. Lasst euch nochmal reinschauen. Und dort hinein kann noch eine österliche Kerze. Und ich halte mal die Marke zu, obwohl man die wahrscheinlich trotzdem kennt, ein Schokohase. Der ist hier drin, genau. Das ist das Osterhasi von der lieben Nadine. Vielen Dank, dass du dabei bist. So, dann haben wir das nächste Ostergeschenk von der lieben Christine. Christine heißt sie auch, glaube ich, nicht Christine. Dankeschön. Da haben wir auch ein Wellness-Paket. Wir starten mal mit der Karte. Das ist die Karte. Ich verstecke mich mal. Die Texte sind spiegelverkehrt. Entschuldigung. Genießt die kleinen Dinge, steht hier drauf. Das ist spiegelverkehrt, weil ich mit der Selfie-Kamera gerade drehe, leider. Genau, aber zum Schauen funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und dann fangen wir mit dem Wellness für den Bauch an. Und dann geht es weiter mit dem Wellness am Körper. Da haben wir einmal einen Duschschwamm, heißen die so? Peeling und Massageschwamm heißen sie im Original. Also so ein Dusch
Begleiter, wir haben Handcreme und dann haben wir eine kleine Box, die kann man hier oben öffnen. Ich habe immer Schiss, dass ich sowas kaputt mache, wenn ich das aufmache. Ganz schlimm. Ich hoffe immer, dass ich das alles heile auf und wieder zu und hin und her und überhaupt. Genau, hier eine so eine Box, die sich quasi komplett öffnet. Und darin ist ein Teelicht, was man dann zum Wellness-Tag anmachen kann. Das mache ich gleich. Und wir haben, und damit ist auch, glaube ich, klar, wer hier wen persönlich kennt, eine Karte. Die hatten wir gerade schon mal. Also ich würde behaupten, da haben zwei Mädels gemeinsam gebastelt. Genau, wir haben, sei mal, eine Teekröte als Schüttelkarte, aber das kann man jetzt nicht sehen. Das sind andere Schüttelelemente darin. Es geht wieder an der Seite auf. Und hier haben wir einen Kellnerblock mit einem Bleistift. Auf der anderen Seite ein paar Tags. Und hier haben wir eine Gesichtsmaske. Feuchtigkeitsmaske. Genau, wieder mit ein paar Schildkröten gestaltet. Sehr schön. Vielen Dank auch an dich, liebe Caroline, fürs Mitmachen. So, das nächste ist von der lieben Dominika. Dominika hat einen Umschlag, stimmt, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle. Einen Umschlag gestaltet aus Designerpapier mit einem Schmetterling. Und in diesem Umschlag kann man, wie ich das gerne wollte, reinfassen und hinterher wieder reintun. Einmal ein Kalender mit schönen Sprüchen. Nicht irgendwann, nicht bald, nicht morgen. Jetzt ist die Zeit für wundervolle Träume, Abenteuer, Sternstunden und für dieses zauberhafte Buch über das Glücklichsein. Fand ich sehr schön. Passend, ne? Jetzt ist die beste Zeit, um glücklich zu sein. Genau, und dazu gibt es ein bisschen Glück für die Nerven. Steht Frohe Ostern drauf. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank auch an dich, dass du dabei bist. Vorsichtig da wieder rein. So, dann kommt das Geschenk von der lieben Bianca. Da haben wir einmal eine Tasche, die ist für mich. Da war ich sehr überrascht. Da sage ich auf jeden Fall vielen lieben Dank. Habe ich auch schon getan, als ich sie abgeholt habe. Denn ich habe tatsächlich mich mit Bianca getroffen. Und ja, durfte mein Geschenk selber in Empfang nehmen. Wir haben ein kleines Hasi mit einem anderen kleinen Hasi drin. Und dann, jetzt kann ich ruhig anfangen soll. Ich habe vorhin schon spaßeshalber gesagt, man kriegt das ganze Silber, das ganze rosane Seidenpapier wieder, was man so im Laufe der Zeit an seine Teammitglieder verschickt. Das kriegt man dann irgendwann einfach wieder. Die ganze Kiste hier ist rosa. So, wir haben ein Teelichtglas mit wahrscheinlich Pusteblumen, vielleicht auch andere Blumen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, so milchig. Und, das kann man, glaube ich, kann nicht sehen, ne? Wenn ich es auf den Tisch stelle, ist es rosa. Wenn ich es in die Kamera halte, kann man das, glaube ich, nicht richtig erkennen. Aber es ist ganz leicht rosa angehaucht. Hier gibt es übrigens überall auch kleine, süße Naschis. Meine Mutter ist gar nicht da. Die könnte das doch jetzt alles, also. Oh, schön, da haben wir noch ein zweites. Schau mal, guck mal. Dann gibt es hier auch eine selbstgestaltete Tasche, die kann ich zwischendurch mal zeigen. Die ist ganz süß mit, ups, Entschuldigung, mit Anhänger. Sehr süß. So.
warum ich jetzt die großen Geschenke kriege, obwohl ihr ja Hasenparty habt, das mir auch noch nicht so ganz, aber ich freue mich trotzdem. Hallo liebe Nicole, schön, dass du reinschaust. Oh ja, noch ein drittes in groß, das macht das Trio ja schön. Kann man immer so schön zusammen hinstellen, ne? Sehr schön. Da freue ich mich. Das brauchen wir auch, glaube ich, nicht wieder einzupacken. Das kann ja hier bleiben. Es wohnt jetzt hier. Und dazu gibt es Sweetland Pocket Box Zitronenmelisse. Vielen lieben Dank. Ich nehme jetzt keinen, ansonsten nuschel ich euch gleich ein vor. Das tut ihr nicht. Das schiebe ich mal in diese Richtung, weil das wohnt jetzt bei mir. Und das Hasenpräsent von Bianca hat hier nur zwischendurch gewohnt. Das zieht morgen früh wieder aus. Eine selbstgestaltete Tasche mit einer schicken rosa Schleife. Auch hier gibt es ein Hasi mit Ohren und einen kleinen Hasen drin. Diesmal in Gelb gehalten. Kann man Hasi eigentlich überhaupt erkennen? Ja, ne? Kann man Hasi erkennen. Ja. Dir auch schöne Ostern, liebe Nicole. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit und es geht dir gut. So, manchmal ist das Produktivste eine kleine Pause. Wir haben eine sehr süß gestaltete Kiste, eine Box mit Blumen und Glitzer. Die kann man so aufmachen. Und dann haben wir hier drin ein kleines Paket. Das lasse ich auch zu, weil das kann man ganz schön so alles erkennen. Und zwar... kann man nicht erkennen, ne? Aber ich würde es trotzdem gern zulassen. Also, wir haben Glasstrohhalme und wir haben eine Menge Schoki daneben und wir haben hier hinten ein Buch. Und ich lese vor, 0 Promille Drinks mit Genussgarantie. Der renommierte Barmeister Franz Brandl gibt in diesem Buch über 70 seiner besten alkoholfreien Rezepte preis. Er verrät nicht nur tropisch-exotische Zaubereien, spritzige Muntermacher, sondern auch viele andere Köstlichkeiten und alle möglichen Informationen zu Barzubehör, Zutaten und Zubereitung. Egal ob gemixt, geschüttelt oder gerührt, hier wird jeder Drink zu einem wahren Geschmackserlebnis. Und dann mit Glasstrohhalm. Super Idee. Vielen lieben Dank, Bianca, für dein Hasenpräsent und auch für mein Geschenk. Und schön, dass du dabei bist. Hasi muss auch noch mit, ne? Sonst wohnt Hasi hier, das ist nicht gut. So, die Schleife geht zur Schleifenexpertin. Und wir kommen zum nächsten Geschenk. Jetzt muss ich muss mal eben in das Buch gucken. In die Karte gucken, da steht es nämlich, glaube ich, drin. Genau, das ist von der lieben Christina. Christina hat einmal etwas gebastelt für mich und eine Karte gestaltet, die sieht so aus. Mit unseren tollen Schmetterlingen und Hasi-Partner kriegt dieselbe Karte. Ich war neugierig und habe den Briefumschlag mal aufgemacht, weil wir wollen ja wenigstens die Kartenfronten auch begucken. Ich habe dann entdeckt, es ist dieselbe, was auch total fein ist. Ich möchte euch ja nur nichts vorenthalten. Ne? Also wenn wir hier schon sagen, wir packen das alles aus und gucken uns das gemeinsam an, dann tun wir das auch. Genau. Und ich habe eine kleine Box bekommen mit einer weißen Blume, war ausdrücklich geschrieben. Und da drin gibt es Naschis. Genau, ich bin dick und rund Ostern, glaubst du? Wenn ich das alles auf habe. Oder ich rufe Mutti an. Genau, also vielen lieben Dank, Christina. Ich freue mich sehr. Und dann gibt es, wie gesagt, auch nochmal für den Hasenpartner Karte und Box. Diesmal mit rosaner Blume.
und Naschis. Und nein, das war natürlich nicht alles. Die liebe Christine hat einen Osterrahmen gestaltet. Der sieht so aus. Ich hoffe, man kann das sehen ohne Spiegel. Nein, kann man natürlich nicht. So, jetzt. So kann man es sehen ohne Spiegelung. Frohe Ostern mit Eiern und Hasi und Blümchen. Sehr, sehr schön. Auf einem Designpapier-Hintergrund. Ganz süß. Vielen lieben Dank auch an dich, Christina. Ganz vorsichtig gebe ich das hier wieder in treue Hände. Und dann haben wir die, das ist Angelika. Das hier ist das Geschenk von der lieben Angelika. Angelika hat eine Explosionsbox gewerkelt mit Hasi vorne drauf. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich zeige euch nur den Deckel. Ich habe Schiss, dass das da drin gleich. Also, so, da ist der Deckel. Dann kann man Hasi auch vernünftig erkennen. Genau, wir wünschen ein frohes Osterfest. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier in die Kamera transportiert kriegen. Es gibt hier eine Explosionsbox von der lieben Angelika. Oh, 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 oh. So. Mit einem Ei. Das kann man so halten. Das kann man auch aufhängen. Ich halte es mal. Darf ich dir kurz das Ei anvertrauen? Dann haben wir hier eine Menge Süßkram und wir haben hier auf dieser Seite Blumensamen, genau wie auf dieser Seite, ich fasse das mal so an, Blumensamen. Und dann haben wir hier Tee und hier ist auch Tee. Sehr, sehr süß. Möchtest du das Ei hier noch wieder hinstellen oder machen wir das gleich mit vier Händen zusammen? Ne? Sehr schön. Also Angelika, vielen lieben Dank. War richtig, Angelika. Angelika war richtig. Ich muss schon hier so ein bisschen auf meinen Zettel schielen. Vielen lieben Dank und schön, dass du dabei bist. Ah, guten Abend, Yvonne. Schön, dass du reinschaust. Schön, dass du es geschafft hast. Du hast auch noch nichts verpasst, glaube ich. Lass mich kurz gucken. Nee, du hast noch nichts verpasst. So, wir kommen zum nächsten. Das ist das Geschenk von der lieben Nathalie. Nathalie hat Ostergröße verpackt in Blau. Auch eine Box mit Designpapier von Stampin' Up. Da drin gibt es eine Karte. Genau. Gesegnete Ostern steht drauf. Mit Hasi. Und dann gab es Holzuntersetzer in Blau gestaltet, also Holzuntersetzer bemalt, bestempelt, in Blau gehalten. Hallo Lieblingsmensch haben wir hier zum Beispiel. Auf der Rückseite mit Filzgleitern. Hier haben wir ein süßer Gruß. Dann haben wir The world needs more of you. Also wenn ich hier so quer über den Tisch hänge, dann zitter ich ganz schön. Ihr seht es mir heute nach, oder? Lass dir den Tag versüßen. Und dann haben wir noch ein kleines Tablett mit Hallo Lieblingsmensch. Ich lasse das mal in der Verpackung da drin. Das ist hier so. Genau. Vielen lieben Dank, Nathalie, für deinen schönen Beitrag und für deine Teilnahme. So, dann haben wir, das hast du jetzt nur gemacht, weil sie gerade reingekommen ist, ne? Von der lieben Yvonne eine Karte vom Osterhasen. Ganz, ganz niedlich gestaltet.
mit ganz kleinen, oh Gott, kann man die sehen? Ja, so kann man sie sehen. Mit ganz kleinen, süßen Strasssteinchen. Da sind meine auf den Fingern noch riesig gegen. Und dazu gibt es eine Box gestaltet. Auch mit diesen kleinen, oh Gott, die sieht man aber wirklich echt nicht. Ganz spät, ganz kleine, süße Steinchen. Eine schöne Frühlingszeit und Sonne im Herzen. Und man kann diese Box öffnen. Und hier drin gibt es ein schönes Blümchen. Kann man sich so in die Haare stecken. Dann gibt es aus dem Hause einen Handball. Und dann gibt es salmonellenfreie Kinderschokolade. Wir haben es extra nochmal nachgeguckt. Kleine Barren sind nicht betroffen. Also, lieber Wichtel, lass es dir gut schmecken. Ich verrate noch nicht, wer es bekommt. Ich sage im Moment nur vielen lieben Dank an Yvonne, dass du mitmachst. Vielen lieben Dank für dein schönes Geschenk. So, jetzt bin ich schon wieder raus aus der Nummer. Danke, das hilft. Das nächste Geschenk ist von Daniela. Daniela hat auch eine Kleinigkeit für mich mit hineingelegt. Es ist ein Abschminkpad aus 100% Bio-Baumwolle. Ein grünes, ach so, kann man gerade gar nicht sehen. Da ist es. Ein grünes Abschminkpad aus Bio-Baumwolle, waschbar bei 40 Grad. Eine Pflegeampulle, das ist diese kleine Glasflasche. Und eine Gesichtscreme. Und dazu gibt es eine kleine Karte, sehr süß. Mit so einem kleinen Mäuschen. Ne, ist kein Mäuschen, aber sehr, sehr niedlich gestaltet. Vielen lieben Dank, Daniela. Ich habe mich sehr gefreut. Das kommt mal auf meinen Haufen hier. Und wir machen weiter mit dem Geschenk von der Daniela. Für den Wichtelpartner. Da hat sie eine Box gestaltet mit Designerpapier und einer schicken rosa Schleife. Ich muss mal einen Schluck trinken hier bei dem ganzen. Prost, ihr Lieben, auf euch. Hamster, richtig. Ist kein Mäuschen, ist ein Hamster. Hast du recht. Also, eine Box gestaltet. Kann man hier so schön öffnen. Sehr praktisch. Gerade für so wichtige Geschichten wie meine. Ne? Weil du es einfach aufmachen kannst. Und dann machst du es wieder zu. Und dann läuft der Lachs. Hier auf dem Band steht Frohe Ostern. Zusammen mit unserem entspannte Momente-Set. Wenn wir das öffnen, haben wir einmal auf der Innenseite der Box, du tust immer so viel für andere, gönn dir auch selbst mal was. Und auch hier gibt es ein Wellness-Set. Besteht ebenfalls aus diesem waschbaren grünen Abschminkpad. Ich nehme das mal hier so raus. Mit der Ampulle und der Creme. Dann haben wir auch eine kleine Verpackung, diesmal in grün gehalten, auch zum Aufschieben für die belasteten Winterlippen. Dann haben wir hier einmal Hand and Nail Peeling. Es gibt ein kleines Schokoladenherzchen. Auch hier gibt es eine Karte. Hamster, habe ich gelernt. Und es gibt noch eine kleine Tasche. Eine schöne Frühlingszeit und Sonne im Herzen steht drauf. Das kann man einfach aufhalten. Und hier gibt es noch zum Baden.
Genau, liebe Daniela, liebe Daniela, vielen lieben Dank für dein schönes Geschenk. Vielen lieben Dank, dass du dabei bist. So, kriegst du nicht mal mehr richtig zu. Ich gebe das mal vertrauensvoll hier nach rechts. Und dann kommen wir zum nächsten von der lieben Vanessa. Vanessa hat für den Hasenparty-Partner eine Karte gebastelt. Ganz süß. Frohe Ostern steht drauf. Mit dem süßen Mäh. Dazu gibt es einmal zartherbe Schokolade. Und dann gibt es... Oh weia, ich weiß immer gar nicht, wie ich sowas am besten in die Kamera halte. Also wir haben einmal einen Holzring, den lege ich wieder ab. Und wir haben einen ein Straußenei. Also wir haben hier auch ein Hasi in zartherb, den stelle ich auch mal daneben. Also wir haben ein Straußenei. Beplottet. Sehr, sehr süß. Mit kleinen Eiern und ein bisschen Dekomaterial drin. Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei bist. Danke für dein schönes Geschenk. Da freut sich bestimmt jemand auf was richtig Leckeres, Zartbitteres. So, sehr gut. Dann haben wir hier nochmal wieder, ich glaube, so ging es zusammen, ne? Einmal für mich ein kleines Dankeschön von Anja. Ich glaube, das ist Anja Jost. Anja Jost. Geht an. Ich finde das. Nee, kann ich das nochmal lesen? Das stimmt nicht. Also, ich hab's. Es ist nicht da. Das ist nicht die mit J, sondern die mit I. Das ist Anja I. Also, jetzt haben wir es geklärt. Also, Anja, vielen lieben Dank. Eine Karte an mich gerichtet. Ja, jetzt schreibt sie auch, das ist von mir. Frohe Ostern, weit und breit und eine schöne Frühlingszeit. In Gelb gestaltet. Also die Idee schon vorzuarbeiten und den Empfänger schon aufs Paket zu schreiben, ist auch nicht so der Burner, wenn man den Absender noch vorstellen möchte. Dazu haben wir eine kleine Schachtel, gestaltet wie eine große Streichholzschachtel mit einem Haufen, dass ich schön dick und rund werde. Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr. Und Anja hat natürlich auch ein Hasenpräsent gewerkelt. Das ist hier. Und dann haben wir nochmal eine Karte. Auch die habe ich natürlich geöffnet. An den Osterwichtel. Damit wir uns die schöne Vorderseite anschauen können. Sehr, sehr süß gestaltet. Mag ich wirklich sehr gerne. Schöne Idee. Mal ganz anders mit dem Prägefolder und dann Buchstaben raus. Das ist auch echt eine gute Idee. Dann haben wir hier eine Verpackung aus Designerpapier. Da kann man die Schleife so ein bisschen über den Rand zuppeln. Da drin ist ein Licht für dich, ein kleines Windlicht mit Poesie. Und es ist ein blaues, könnt ihr glaube ich sehen. Und hier steht, genieße den Tag. Jeder Tag ist ein kleines Geschenk. Das stimmt. Das tun wir schon mal zur Seite. Dazu gibt es noch eine kleine Ziehverpackung mit Frohe Ostern. Und in dieser Ziehverpackung sind
Komm raus. Da siehst du. Drei farblich aufeinander passende. Bist du sicher, dass das nicht für mich war? Ja? Farblich schön passend hier, also. Aber ja, ich pack's wieder ein, alles gut. Man hat, also, ich mag das wirklich gerne. Ich liebe Party-Like-Kerzen, wenn ich das so sagen darf. Hashtag keine Werbung, ich habe das hier weder bezahlt noch bestellt. Ich bin nur der Lieferant, der Weiterleiter. Aber sehr, sehr schön. Ich mag das gern riechen und ich finde die Farben auch wirklich toll. In der hübschen Ziehverpackung. Und auch hier gibt es diese schicke, oh, Entschuldigung, diese schicke Box mit dem Schmetterling und 7600 Kalorien innen drin. Das machen wir auch schnell wieder zu und tun es wieder da hinein. Und dann haben wir noch eine weitere Verpackung dabei mit einem Magnetverschluss. Hier, schnapp, zack. Und hier haben wir einen Kalender. Und hier steht, do what you love, love what you do. Geniale Lebensmottos, die inspirieren, humorvolle Sprüche, die erfrischen, pure Nostalgie, die verzaubert. Diese kleinen Kunstwerke im Vintage-Look lassen den Charme vergangener Zeit wieder aufleben und überbringen zeitlose Botschaften für jeden Tag. Sehr schön. Tolle Idee. Vielen lieben Dank, Anja. Schön, dass du dabei bist. Die müsste auch noch eingepackt werden, bitte. Ich stiebe jetzt nochmal wieder in die Karte. Ach, siehst du, jetzt nochmal an, ja? Ich sag ja, ich komme heute noch durcheinander. Hatte ich angekündigt. Das ist jetzt Anja J. Anja J. hat eine Karte gestaltet mit Ostereiern und Buchstaben drin. Kann man das sehen? Ja, ne? Ich glaube, das kann man sehr gut sehen. Genau, eine Osterkarte. Sie hatte auch, und das habe ich gerettet, das Paket, was sie schickt, war in Packpapier eingepackt. Und einmal habe ich geschafft, das Packpapier zu retten. Einmal habe ich es leider nicht geschafft, das Packpapier zu retten. Aber ich habe das Wichtigste von dem Packpapier gerettet. Und das tue ich auf jeden Fall mit in dein Wichtelpaket hinein. Es ist nämlich ein ganz süß gestaltetes, ein Osterhasi, ein Osterwichtel, gemalt auf dem Packpapier, was außen drumrum war. Der Rest des Packpapiers war allerdings so mitgenommen, dass ich das nicht retten konnte, um es nochmal zu benutzen. Und darum habe ich wenigstens Osterwichtel ausgeschnitten. Und das kommt jetzt zu der Karte dazu. Und dazu haben wir ein, ich nehme nochmal diesen einen hier raus, einen süßen Gruß und ein Osternest im Karton. Mit zwei Gläsern und ein bisschen Süßkram mit Blumen und Eiern. Mit Blättern und Gras im Schuhkarton. Nein, man kann das da auch bestimmt rausnehmen. Ich habe aber hier vorhin schon so rumgesaut und bevor ich das jetzt da nochmal wieder raushole und nichts mehr von über ist, dürft ihr das einfach so angucken. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Anja. Schön, dass du dabei bist. Jetzt muss ich noch mal eben ganz, ach ja, genau. Das ist von Sonja. Und jetzt sind wir bei Sonja K. angekommen. Genau, damit wir das hier auch nicht durcheinander bringen. So, von der lieben Sonja K. gab es eine kleine Box gestaltet. Kann man so schön reinschauen. Hier drin ist hart verpackt, nein, hart nicht, also schwer verpackt, ein ganz, ganz zauberhaftes, zerbrechliches Teilchen. Ich traue mich schon gar nicht, das anzufassen. In Quilling-Technik gibt es Hasi
Und ein Grasbüschel Blümchen. Und ein Ei. Sehr, sehr niedlich. Ganz vorsichtig. Hoffentlich überlebst du den nächsten Transport auch noch so gut wie den zu mir. Ich lege das mal eben hier hin, damit die Transportexpertin hier backen kann. Dann haben wir eine weitere Box. Ich mache nur schnell die Schleife auf, dann zeige ich es nochmal. So, hier eine weitere Box mit einem Quillinghasi. Auch niedlich gestaltet. Sehr, sehr süß. Und der hängt an, hoppala, genau. Der hängt an seinem Ohr. Wollte ich sagen, an der Schleife fest. Und dann schauen wir hier rein und hier drin gibt es Hüftgold, aber auch sehr, sehr niedlich. Ich versuche mal nur so ein bisschen hier, ich will das ja nicht aufmachen, aber das ist einfach zuckersüß. Also abgesehen davon, dass es wirklich Zucker ist, aber es sind Hasis. Kleine Schokopralinen mit Hasi drauf. Das ist doch sehr niedlich, oder? Das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch hier in dieser zuckersüßen Verpackung. Vergiss Hasi nicht, der muss ja wieder dran, bitte. Mit dem Ohr. Und dazu gibt es, auch sehr niedlich, eine Zettelbox. 300 Zettel mit inspirierenden Sprüchen. Machen jede Notiz zu einer Besonderheit. Genau. Das habe ich schon aufgestellt. Das kann man hier hinten rausnehmen und dann kann man die Box flach verschließen. Ich habe das schon mal aufgestellt, damit ich euch das etwas besser zeigen kann. Und hier sind alles einzelne Zettel drin, die alle einzelne Sprüche haben. Sehr, sehr süß, sehr niedlich. Ich mag das. Die Fantasie ist ein ewiger Frühling. Friedrich Schiller. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Sonja. Schön, dass du dabei bist. Danke für dein schönes Geschenk. So, dieses. Okay, dann machen wir hier weiter. Wir starten wie immer mit der Karte. Das ist von der lieben Iris. Hasenparty 2022. Eine süße Karte mit Gummistiefeln und Tulpen. Ostergrüße steht drauf für den Hasi-Partner. Dazu gibt es, und ich schiebe jetzt die Banderole ein bisschen hoch, damit man das auch sehen kann, gestempelte Kerzen mit Osterhase. Und dann haben wir einmal Ostergrüße und einmal vom Osterhasen. Sehr süß. Mit einer blau-weißen Banderole. Und die Farbe zieht sich noch ein bisschen weiter, denn Iris hat auch noch mal eine Box gestaltet. Iris ist ja unsere Box-Queen. Aber die ist eine Box ohne Graupappe. Ist nur mit Farbkarton und Designerpapier gestaltet. Und 7958 Kalorien innen drin. Auch sehr, sehr niedlich. Hier steht Hallo einfach vorne drauf. Ganz süß, ganz schlicht, alltagstauglich. Und dann gibt es nur für dich noch eine Kiste. Und in dieser Kiste gibt es Ostern. So passt es auf das Format. Ich komme noch mal näher ran mit den Hasis. Oster. Sehr, sehr süß. Auch an dich, liebe Iris, vielen herzlichen Dank. Sind wir schon durch? Fast. Sehr gut. Letztes. Letztes, wow, die Zeit verfliegt. Das ist das Präsent von Tanja. Tanja hat mir, glaube ich, nur eine. Genau, ein ganz niedliches mit Hasi vorne drauf.
selbstgestaltete Box zum Öffnen. Schwupp. Und hier drin haben wir, ich stelle es mal eben einmal ab, damit es auch nicht kaputt geht. Hier drin gibt es Eier. Die sind Keramik, würde ich sagen, also schwer. Ich haue sie jetzt nicht aneinander, nachher mache ich sie noch kaputt, das wäre irgendwie nichts. Genau, also zwei süße Eierchen und dazu gibt es noch ein bisschen Hüftgold und ein bisschen Eiergras. Sehr süß. Rosa war auch nicht für mich. Ne? Na gut. Dann packe ich es wieder ein und dann schicken wir es zum Empfänger. Jawohl. Sehr niedlich. Hasi passt auf, dass auch alles da ankommt, wo es hingehört. Auch an dich, liebe Tanja, vielen Dank fürs Dabeisein. Schön, dass du mitgemacht hast. Danke für dein schönes Geschenk. Wir sind durch. Wahnsinn. So schöne Hasi-Präsente. Vielen, vielen, vielen Dank auch an alle, die mir was mitgeschickt haben. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Und ja, also wie ich ja all euch Teilnehmern geschrieben habe, DHL kommt morgen. Die sind schon gebucht, dass sie morgen hier alle wieder abholen. Jeder von euch hat eine Sendungsnummer bekommen. Die könnt ihr dann ab morgen tracken, damit das Paket dann auch zu euch gelenkt wird und dann bei euch ankommt, wenn ihr auch da seid. Und dann hoffe ich, dass ihr euch alle vor Ostern noch darüber freuen könnt. Ja, bevor ich jetzt gleich noch verkünde, wer welches Präsent bekommen wird, möchte ich mich natürlich offiziell von allen verabschieden, die das nicht wissen möchten. Ich sage ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zugucken. Schön, dass ihr dabei wart, seid, also zugeguckt habt und schön, dass ihr, ich will schneller denken, als ich reden kann hier, und schön, dass ihr mitgemacht habt bei der diesjährigen Hasi-Party, Hasen-Party bei Stempelpalast. Ja, natürlich gibt es in diesem Jahr auch wieder ein Wichteln, wenn ihr Lust habt. Das Ganze wird wieder am 3. Advent wird der Wichtel-Stream stattfinden. Und an dem Montag geht es dann wieder los. Und ja, wenn ihr dann zurückrechnet, sind wir, glaube ich, bei Mitte Oktober, wenn es losgeht mit der Werbung und der Anmeldung. Und den ganzen November über habt ihr wieder Zeit zum Basteln. Also wer Lust hat, darf gerne auch beim Wichteln mitmachen. Ansonsten bleibt mir nur noch, allen, die jetzt gehen mögen, schöne Ostertage zu wünschen. Habt's fein. Ich hoffe und wünsche euch gutes Wetter, sonnige Tage, ein paar schöne Stunden im Kreise eurer Lieben zu Ostern. Und ja, wir sehen uns entweder morgen Abend beim Montagsschnack. Ostermontag wird kein Montagsschnack stattfinden, da auch ich im Osterurlaub ortsabwesend bin. Und ja, ansonsten sehen wir uns bald wieder auf diesem Kanal mit News und Infos und einem neuen Katalog. Und bis dahin, alles Liebe, schön, dass ihr reingeschaut habt. Ist jetzt Zeit zum Abschalten. Wenn ihr nicht wissen möchtet, an wen euer Geschenk geht, beziehungsweise von wem ihr ein Geschenk bekommt, dann müsstet ihr jetzt abschalten. Wie hat das Peter Lustig vorher gemacht? Abschalten. So. Alle da, die jetzt noch wissen wollen, ja, ne? Dann verkünde ich ganz kurz das Geschenk von der Yvonne. Also die Naschis und die Handcreme. Also die Antisalmonellen Naschis. Die salmonellenfreien Naschis und die Handcreme. Das bekommt die liebe Iris. Genau, da kommt gerade, ich gehe dann mal raus. Gerne wieder. Danke an den Hasi-Wichtel und für die tolle Präsentation. Sehr gerne, Angelika. Schön, dass du dabei bist. Genau, also Yvonne, Iris, Biancas Geschenk geht auf die Reise zur lieben Sonja K. Punkt, die Glasstrohhalme und das Cocktailbuch. Dann haben wir Tanjas Geschenk, das waren die Deko-Eier in der zuletzt gesehenen lilanen
ich sage jetzt mal lila Verpackung. Es ist auch, als SU-Demo von lila zu sprechen, ist eigentlich schon echt ein Frevel. Aber gut, ich lasse das mal so stehen. Ich halte das aus. Also, Tanjas lila Box mit dem rosa Ei bekommt die liebe Yvonne. Auch das geht morgen an dich raus per Post. Ich freue mich für dich. Ich glaube, das ist ein schönes, schönes Geschenk für dich. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Caroline, das Wellness-Set mit dem Duschpuschel, das bekommt die liebe Bianca. Wellness tut euch da drüben ganz gut im Moment, ne? Habe ich Yoga-Leuten hören. Ganz viel Spaß damit. Das Geschenk von der Angelika, das war die Explosionsbox mit dem Ei, geht auf dem Weg zur lieben Daniela. Viel Spaß damit. Dann haben wir den Kalender und die Kerzen von Anja I. Punkt. Das geht auf den Weg zu der lieben Nadine. Und ja, du bist richtig, ihr kennt euch. Liebe Nadine, viel Spaß mit dem Kalender und den Kerzen von Anja. So, dann kommen wir zum Geschenk von der lieben Vanessa. Vanessa hat das Straußenei, die beplottete Eierschale des Straußeneis, verschenkt und das Geschenk bleibt hier in Bremen. Das bekommt die liebe Tanja. Dann haben wir das Geschenk von der Christina. Christina hat den Osterbilderrahmen gestaltet und das Geschenk macht sich ein bisschen nach Süden auf den Weg zur lieben Caroline. Viel Spaß mit der schönen Osterdeko. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Nadine. Nadine hat das Osternest aus Filz gestaltet. Ihr erinnert euch mit dem großen grünen Kerzenei und dem Hasi. Das geht jetzt ganz, ganz, ganz weit in den Süden auf dem Weg zur lieben Vanessa. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Iris, das Osterschild und die beiden bestempelten Kerzen und die 7856 Kalorien in der blauen Box. Das Geschenk macht sich auf den Weg zur lieben Angelika. Dann haben wir das Geschenk von der Nathalie. Nathalie hat das Holztablett und die Holzuntersetzer gestaltet. Das geht ein bisschen südlich auf den Weg zur lieben Anja I. Punkt. Auch für dich viel Spaß mit diesem süßen Geschenk. Dann haben wir das Geschenk von Sonja. Sonja N. Punkt. Das Tagbuch und das hängende Ei mit dieser Angelschnur, ihr erinnert euch, das war das allererste, glaube ich, was ich gezeigt habe. Das geht auf den Weg zur lieben Christina. Und dann haben wir das Geschenk von der Dominika. Dominika hat den Kalender in dem grünen, in der grünen Versandtasche mit dem Schmetterling, ich habe schon Wortfindungsstörung, also dass diese Designerpapier-Versandtasche mit dem Schmetterling und dem Kalender und der Schokolade drin, das geht an Sonja N. Punkt. Dann haben wir das Geschenk von der Daniela und Daniela hat das Wellness-Set, ihr erinnert euch, Schüttelkarte mit der Schildkröte. Das kriegt die liebe Anja J. Punkt. Und dann haben wir das Geschenk von Sonja K. Punkt, den Notizzettelblock mit der Quillinghasen-Deko. Da erinnert ihr euch auch. Das Geschenk bekommt Nathalie und Anja J. Punkt hat das Osternest gestaltet für die liebe Dominika. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und damit keiner Schiss haben muss, dass er irgendwas verpasst hat, dass ich noch was erzählt habe, beende ich jetzt die Hasenparty. Ich sage ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir und wünsche euch schöne Ostertage. Und mein Hasi-Helfer macht jetzt meinen verlängerten Finger da und ich sage Tschüss.